Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark auf the Island mit unserem Johnny. Heute auf den Sonntag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir gehen weiter hier entdecken im Schneebiom. Wir sind auf der Suche nach ein bisschen Hammelfleisch. Wir sind auf der Suche nach Siliziumperlen, werden ganz wichtig. Und gucken mal, was wir sonst noch so finden. Ne? Hier im Biom bin ich sehr gespannt. Gleich zu Anfang der Hinweis, wenn ihr komische Geräusche übers Mikro hört, könnte an der Nachbarschaft liegen, die, weiß nicht, was sie machen, Wand einreißen oder den Balkon vergrößern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann es dann immer mal passieren, dass ihr da so komische Geräusche hört. Ich hoffe, die sind irgendwann mal durch. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt zu viel Bock hier aufzunehmen, als dass ich das alles wieder verschiebe. So, hier ist ein Juri. Was hat denn der für eine... Hallo, Juri? 20. Die gehen halt auch auf alles drauf, was nicht niedernagelfest ist, ne? Jetzt ganz schön Action-Jackson. Alpha-Kano noch dazu. Läuft, würde ich sagen. Läuft. So, Mammuts. Mammut werden wir uns sicherlich vielleicht auch noch holen. Wichtig wäre jetzt, dass ich mal schauen sollte. Wo sind denn hier Siliziumperlen? Und vielleicht, wenn wir einen schönen hohen Agi sehen, wenn wir uns einen Agi noch mitnehmen. Der ist aber Level 5. Der ist Level 78. So einer über 100 wäre geil. Vorne sind noch. So, und immer mal, wenn hier Wasser ist, mal runterschauen, ob man da irgendwo Siliziumperlen sieht. Der ist Level 39, der ist Level 5. Es rennt da vorne noch Wolf. Alles klar. Hier scheint nichts nach Siliziumperlen auszusehen. Oh, hier wird es dann so öde, ne? So wie es nach dem Winter aussieht, Alter, wenn der Schnee so frisch geschmolzen ist. Sind hier Siliziumperlen? Ich kann keine sehen. Aber Raptoren sind hier. Level 33, Level 41. Und da ist noch ein Rex, Alter. Level 96. Hui. Oh, das würde mich ja schon reizen. Hier sind mehrere Rexe. Rexes. Wir gucken da mal kurz runter. Oh, jetzt haben die den Arm. Ja, dann lassen sie liegen, ne? Echt? Gehen die gegen den Rex? Ah, jo. Guck dir das an, die Raptoren, Alter. Von nix Angst. Aber vor gar nichts Angst. Ist ja hammerhart, Alter. Ist ja hammerhart. Okay, Leute. Was haben wir da drüben noch? Wolfsrudel. Ne, Hyänen. Hyänen. Da sind Kanos sind hier beachtlich viele. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass wir im Schneebiom so viele Kanos sehen. Naja, okay. Schade, den Rex hätte ich ja schon. Level 96. Naja, wir werden sicherlich auch noch einen über 100 finden. Guck mal, hier rennen überall rum, ne? Da ist wieder ein Juri, oder? 44er. 44er. Wie sie alle rennen, Alter. Wie sie alle rennen. So, Leute. Oh, oh, was sieht mein Auge denn da? Sind da vielleicht eventuell, da ist ein Hai? Naja, aber da sind keine Siliziumperlen, ne? Aber hier sind eine ganze Menge Argentavisse. Level 5.
Level 18. Nicht die, die wir suchen. So, Leute. Lasst uns mal gucken. Ah, das sind aber, sind das hier Ölsteine? Kann das sein? Öl sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen mitnehmen. Jetzt mal auf. Können wir hier mal kurz landen und das, was passiert? Oh, Pinguine. Nein! Was hat denn der für ein Level? Level 7, den machen wir weg. Den machen wir weg, wenn er was will. Komm her, du. Komm her. Na? So. Hallo, Pingu. Tut mir leid, aber ich will organisches Polymer haben. So, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier mal noch ein bisschen Ölstein mit. Und dann würde ich schon fast vorschlagen. Oh, die gehen aber schnell kaputt. Hallo, Hirsch. Warum bist denn du jetzt halb gezähmt? Ich habe dir gar nichts hingeschmissen. Ah, wahrscheinlich, weil ich dem geholfen habe. Kann das sein? Kann das sein? Oh, bist du Ölstein? Ja. Schadet ja nie, ein bisschen Öl dabei zu haben. Der Pinguin, der ist so süß, ne? Level 10. Kann ich den auf die Schulter nehmen? Leute, ich möchte das jetzt ausprobieren. Passt mal auf. Das schmeißen wir erstmal raus. Wo habe ich denn die... Hier. Geht das so? Pressen die das? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass die... Ah, die werden wahrscheinlich Fisch wollen, ne? Müsste ich jetzt in der Dododex-App gucken. Aber wahrscheinlich werden die Fisch haben wollen. Nicht süß. Okay. Okay, Leute. So, da haben wir nochmal von denen. Na, Jungs, was geht ab? So eins will ich mir auch noch holen. Wow, Alter, da drüben ist schon wieder Action. Was hier abgeht, guck mal. Überall diese Kanus, die da von so einem Yuri dann angestachelt werden, ne? Der Hammer. Der absolute Hammer. Mal, wie sie alle auf uns gehen. Der absolute Hammer. Leute, ich mache hier mal einen ganz kurzen Schnitt rein. Ich möchte ganz kurz mal in der Ressourcen-Map möchte ich ganz kurz mal schauen, wo wir hier noch Siliziumperlen finden. Dann können wir das noch abfliegen und dabei auch noch ein bisschen was sammeln, dass wir dann einen Teleporter zusammenkriegen. Also für euch ein kurzer Cut, ich bin gleich wieder da. So Leute, ich habe kurz geschaut, bei 28 und 15 ungefähr sollten einige Siliziumperlen sein. Da werden wir jetzt mal hinfliegen. Es kommt jetzt hier auch gerade ein Sturm auf, das ist natürlich saublöd, da frieren wir. Aber ich hoffe jetzt mal, dass unsere Geschichte hier hält, so wie wir sie brauchen. Ja, 28, das nimmt ab, das ist perfekt. In die Richtung sollten wir weiterfliegen. Junge, Junge, jetzt ist hier so ein Sturm, ne? Richtig ätzend. Mal nach den Agentavisen ausschauen. Oh, guck mal, schneeweiße Agentavis, aber Level 10. Und Level 5, das ist blöd. Ja, 28, da sind wir fast.
28, Moment. Und jetzt müssen wir mal gucken. Nee, in die Richtung müssen wir. In diese Richtung. Jetzt sehen wir natürlich auch richtig viel, ne? Das ist jetzt ja wieder hervorragend. Hier unten müsste das irgendwo sein. Da ist wieder ein Yuri. Der ist schon Level 62. Interessant, interessant. Oh, wir müssen auch irgendwo landen. Jetzt mal hier keine Experimente. Bitte. Na, natürlich kannst du dich da jetzt wieder nicht hinsetzen. So, die Umgebung mal ein bisschen im Auge behalten. So, wo sind wir denn gerade? Hier, genau hier. Wenn wir jetzt geradeaus weiterfliegen, sollten wir eigentlich zu einer Stelle kommen, wo es Siliziumperlen geben soll. Da könnten wir dann schon mal ordentlich noch ein paar einsammeln. Ja. Die ist kalt, ja, ich weiß. Shit, Alter, jetzt haben wir... Und kein Zelt dabei, ne? Wir hätten ein Zelt mitnehmen können, wir Helden. Aufgestellt, reingesetzt, alles cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, lasst mal hier landen. Hallo Megatherium, du machst mir ja nichts. Au. Ja, bleibt mal entspannt, Jungs. Bleibt mal entspannt. So, da vorne sollte... Hier ungefähr sollten doch... Sollten Siliziumperlen sein, haben sie gesagt. Und natürlich ist hier ein Yuri. Was für ein Level? Hallo? Mammut? Megatherium? Ja, mach die platt. Alter. Letztens Wasser gestürzt, ja. Blödes Vieh. Können wir auf den Eisschorlen bleiben hier? Ja, saugut. Oh, der Wolf kommt aber auch. Komm her, Wolf. Komm her. Ich warte auf dich, wenn du nicht vorher absäufst. Na, er kommt. Was los, schaffst du nicht? Doin. Kriegt er nicht hin, ne? Kriegst du nicht hin, Junge. So ein Pech. Ich will jetzt aber auch gucken, was dieser Yuri da vorne kann. Level 2. Kriegen wir den nicht da weg? Kano Level 5. Normalerweise tut man dir ohne Puppe. Alter. Was hast du jetzt eingesammelt? Primitive Spitzhacke. Alter, was ein lauter Kram, den kein Mensch braucht. Pass mal auf, da kommen wir gleich mal ein bisschen auf. Das kann raus, das kann raus. Das tun wir weg. Das organische Polymer bleibt. Das bleibt, das bleibt. Das kommt raus. Das auch, das auch, das auch. Schmeiß weg. Genau. Perfekt. So, Leute, lasst uns mal ein bisschen Ausschau halten nach... Da sind doch... Ach, Leute, ich sehe sie. War das nicht der... Komm mal her. Ach genau, das war die Stelle, wo der... Natürlich. Wo wir ja schon waren, ne? Da vorne ist ein Rex irgendwo. Was?
Alter. Freund der aufgehenden Sonne? Du bist auf Passiv. Ja. Ich frage mich eben, warum du nicht mitläufst. Boah, Junge. So, was haben wir denn da dabei? Ja, die Krallen, die nehmen wir mit. So, Leute. Und hier... kommt gerade ein Loot-Drop runter. Hier hole ich mir jetzt diese Lithium-Perlen. Genau, da vorne waren diese Aloe. Sehe ich die nicht gescheit, ne? So, komm mal her, mein Freund. Muss mich jetzt mal hier so ein bisschen führen. Da vorne sind welche. Da nicht. So, da ist ja dieser Rexy, Level 23. Den würde ich am liebsten wegmachen, wenn ich ehrlich bin. So, und hier waren Allosaurier, ne? Sind wir hier drin? Na komm, nehmen wir mal mit. So. Was ist er denn? Allosaurier Level 5. Der hängt da. Wahrscheinlich seinen Kumpels nicht hinterhergekommen, ne? So, mal ein bisschen vorsichtig sein jetzt hier, was ich hier treibe. Aber wir nehmen jetzt so viel Siliziumperlen mit, wie es geht. Seite sind ja normalerweise auch noch, ne? Auch aufpassen. Hier hopsen natürlich auch Piranhas rum. Da, 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 da. Und Haie. Da, da, da. Was haben wir denn jetzt? 163. Sollte man meinen, die sollten reichen. Jetzt ist mir heiß, echt? Ja, das ist, weil diese Action hier angesagt ist, ne? Action Jackson. Da kommt mal her, mein Freund. Wo haben wir denn hier noch? Da sitzt der Rex rum. Piranhas, ne? Mistviecher. Mistviecher. Jetzt ist der Allosaurus auch wieder frei. Oh, das sind noch Siliziumperlen, aber die sind so nah an diesem Rex. Pass mal auf. Wir probieren mal Folgendes. Hallo, Rexi. Was geht ab? Komm mal hier mit. Ah, komm mal hier mit rüber. Komm. Hey. Hallo. Komm. Hier schwebt der Vogel. Genau, komm mal mit. Komm. Alter, bist du ein... Der Hellste bist du nicht, ne? Scheiße, dann machen wir den weg. Dann machen wir ihn weg.
Huch! Ein Kampf um Leben und Tod. Das geht aber einfacher wie gedacht, ne? Guck mal. Wir haben einen Rex gekillt. Das ging einfach einfacher als gedacht. Und er war jetzt auch ziemlich niedriglevelig. Aber jetzt können wir uns diese Lithiumperlen holen. Haha. Das war der Plan. Wisst ihr was? Dann räumen wir hier einfach noch ein bisschen die Insel auch auf. So, wo waren denn noch welche? Da liegen noch welche. Dum, 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 dum. So, pass mal auf, mein Freund. Du bist ja auch im Level wieder aufgestiegen. Da kriegst du jetzt mal ein bisschen was auf. Auf Leben. Au, die haben den Allosaurus hingemacht. Ja, ganz stark, Leute. Ganz stark. Das war eine gute Leistung. So, pass mal auf. Da vorne ist so ein schöner Magnar Level 12. Warum sind die denn alle so niedriglevelig? Oh, Mann. Oh, da hinten ist auch nochmal Action. So, lass mal da oben drauf setzen. Hier sind ganz viele Agentavis. Ich würde ja gerne noch so einen hoch. Wenn wir da einen finden mit so Level 150 plus, wäre das echt eine geile Geschichte. Oh, da ist einer mit 84, aber der wird jetzt drauf gehen, denke ich. Mal Level 48. Der sieht so geil aus. Der sieht so geil aus. Passt mal auf, Leute, ich will das jetzt probieren. Was ist denn jetzt mit dir? Hat der mit dem Arsch da sitzen? Toll, Level 12, ich will den da. Ich will den da. Genau. Guck mal, den direkt vor die Nase geschossen. Ah, oh nein, jetzt gehen die gegen den. Pass mal auf. Wir räumen jetzt hier mal ein bisschen auf. Geht ja gar nicht. Ihr werdet ja mit denen fertig werden. Ich schnapp mir den Raptor da mal. Hallo, Raptoro. Ey, bleib hier. Wo ist er denn nun? Ah, der hat... Er lässt sich da halt auch nicht beeindrucken, ne, der Boy. Ey, Raptor. Raptor. Papi. Die Frage ist halt, was hat der für ein Level? 10. Der macht die... Oh, jetzt haben die den... Jetzt haben die ganzen Agentavis-Segen gemacht. Oh, der hatte so eine schöne Farbe mit dem Grün. Mann! So, was ist mit dir, Freund? Zwergnase. Wir sind zwar wieder schon komplett aus dem Schneegebiet raus, aber Level 10. Da ist ein Raptor. Level 41. Ich weiß ja auch nicht. Na, jetzt haben wir wenigstens, wie viele Siliziumperlen haben wir? 217, die sollten ja reichen.
Die sollten doch erstmal reichen fürs Erste. Was ich jetzt gerne noch hätte, wäre ein bisschen Hammelfleisch. Das heißt, wir werden da nochmal auf die Suche gehen. Hier sind noch Siliziumperlen. Die haben wir alle abgegrast. Okay, also das ist hier der Siliziumperlen-Spot. Was ich natürlich machen möchte, und da werde ich jetzt dann auch nochmal schauen, ein Biber wäre nicht schlecht, noch ein zweiter. Sodass wir da die Biber einsperren können. Ich sag, zum Zähmen von Tieren, den Argentavis hätte ich gerne noch mitgenommen, wenn es ein großer gewesen wäre. Aber hier das Zähmen von einem Juri und sowas, den ich dann natürlich dann auch gerne hätte. Das müssen wir dann machen, sobald wir einen Teleporter haben, ne? Das wird anders nicht möglich sein. So, in welche Richtung fliegen wir denn jetzt eigentlich gerade? Hier hoch. Okay. Weil irgendwo muss es doch hier auch Obis geben. Wölfe gibt es eine ganze Menge. Das ist auffällig. Eine ganze Menge Wölfe. Oh, wir müssen auch landen. Magi, sag doch was. Wenn der landen muss, sag doch was. Hast du eigentlich noch genug zu fressen, müsstest du eigentlich, ne? Oh, falsche Taste. Einmal hier drauf. Ja, du hast noch genug. Organisches Polymer haben wir. Ja gut, das ist... So. Das da vorne müsste dann theoretisch der Vulkan sein, ne? Ja, genau. Okay, an dem müssen wir uns orientieren, weil wir brauchen auch noch ein bisschen Obsidian, um Polymer herzustellen. Da ist wieder ein Juri. Die haben immer Kanus außenrum. Das ist wie so eine kleine Armee, ne? Voll nervig. Ja. Hab ich genau deine Flügel vor der Nase, Mann. Wieder ein Juri. Oh, da ist, sehe ich das erste Mal ein Spino. Spino, Spino. Spino, ne? Ja, Spino, genau. Erste Mal habe ich einen entdeckt. Also in of the Island. Damals bei Genesis wusste ich ja gar nicht, was es ist. So, Leute. So. Ha, wo sind diese Ovis? Tierchen, die Hammelfleisch geben. Und jetzt muss ich da nochmal auf die Map gucken. Auf die Spawn-Map. Sagen wir, fliegen mal da hoch. Es hat Wölfe, gibt es hier überall. Wieder Argentavisse. Argentavisse. Schön sieht's aus. Ich feiere das voll. Ich hab so Spaß, Leute. Unglaublich. Schon lange nicht mehr gehabt, ein Spiel, was wo ich so eine Langzeitmotivation auch hatte. Okay, Leute. Also, dann machen wir es wie folgt. Level 10? Warum sind die denn eigentlich alle so niedrig? Müssten wir alle draufgehen, ne? Vielleicht muss ich doch mal den Command benutzen. Kill all wild Dinos. Ne, steck mal weg hier, Johnny. Genau. Ja, da müssen wir gucken. Also, Plan ist, wir wollen noch ein bisschen Hammelfleisch mitnehmen, damit die Zähmung, ich weiß nicht, ob das dann irgendwas mit zu tun hat, aber ich würde gern gewisse Tierchen dann doch mit Hammelfleisch zähmen. Ob es mit der Effektivität dann noch was zu tun hat, wenn wir diese Mod benutzen, weiß ich jetzt zwar nicht, aber ja, einfach meiner inneren Befriedigung wegen. Gut, Leute, ich darf mich bedanken fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder auf den Montag, dann neue Woche, starten wir neu rein. Würde ich sagen, ich informiere mich bis dahin mal ein bisschen, wo wir die Ovis finden, dass wir noch ein bisschen Hammelfleisch mitnehmen können. Dann werden wir einen Abstecher über den Vulkan machen, um da noch ein bisschen
Obsidian mitzunehmen, sodass wir die Materialien gleich mitbringen, um einfach einen weiteren Teleporter zu bauen. Ne? So ist mal der grobe Plan für die kommende Woche. Die kommende Woche werden wir dann auch anfangen bauen. Da werden wir dann die Mauer fertig ziehen und wir werden anfangen, die ersten Gebäude anzuzeichnen, sage ich mal. So ist der Plan für die nächste Woche. Also, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Kommt alle gut in die neue Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.